Hallo und herzlich willkommen hier zum nächsten Let's Play, diesmal als Let's Play Together. Und zwar habe ich mir den Kollegen Saba hier mal rangeholt, der wird einen Mönch spielen und sonstiges erzählt er gleich selbst. Ich habe mich dafür entschieden, da ich ja die Collector's Edition von Heart of the Swarm natürlich habe und mir gerne die Knochen schwingen währenddessen immer mal so schön ansehen würde, dass ich eine Magierin spiele, auch natürlich schön schwer, und wir spielen das Ganze auf Hardcore. Wir werden das so gestalten, dass das erste Mal hier ein ganz normales Let's Play auf Normal im Modus Hardcore ist, bei dem wir die gesamte Story euch zeigen werden, und ab deinem ersten Diablo-Durchgang werden wir auf Let's Play Together Survival oder sonstiges, wie auch immer wir das nennen werden, umsteigen. Das heißt, da kommen dann Folgen hoch, wir werden den Albtraum-Modus durchmachen, den Inferno-Modus und hoffen halt, dass wir noch am Leben bleiben. Und das Ganze seht ihr dann nämlich in dieser Strecke, Videostrecke. Und wird dann jetzt so aussehen, dass wir da gleich anfangen, aber dann darf er sich erstmal noch vorstellen. Bitteschön. Ja, hallo erstmal, Saba mein Name. Wie Bischak schon sagte, geht es heute darum, dass wir den Hardcore-Modus etwas aufräumen, die Schergen von Diablo endlich den Chaos machen. Und ja, wir werden mal sehen, wie weit wir kommen, aber ich bin guter Dinge. Genau, deshalb fangen wir doch mal direkt an. Spiel starten. Bereits als Kind hat man mir gesagt, dass ich etwas Besonderes sei. Ein Wunderkind mit großem Potenzial. Ich ging zum Sanktum der Ishari, um mir so viel Wissen der Meister wie möglich anzueignen. Aber ich sah ihre Angst vor der Wahrheit. Nichts konnte ich von ihnen lernen. Aber die alten Bücher, die Prophezeiungen, die sie enthielten, zeigten mir alles, was noch kommen. Und alles, was ich werden könnte. Dann, eines Tages, fiel ein Stern vom Himmel. Das Zeichen, dass meine Stunde gekommen war. Ich werde nach Westen gehen, nach Tristram, um die Finsternis aufzuhalten, die mit dem Stern kommen soll. Um das Schicksal zu erfüllen, das mich ruft. So, und ein Willkommen hier in der Spielewelt. Es stinkt hier nur so nach Toten. Der gefallene Stern muss in der Nähe sein. Sehr schön. Gut, als Magier zu Beginn haben wir zwei Fähigkeiten. Einmal ein magisches Geschoss. Das war jetzt Stabschuss. So, magisches Geschoss. Und ein paar kleine geringe Heiltränke. Wir spielen mittlerweile mit dem neuesten Patch. Wir haben jetzt gemeinsam Stark als Buff erhalten, bei dem wir Magiefund, Goldfund und Erfahrungsbonus für jeden zusätzlichen Mitspieler erhalten im Multiplayer. Das heißt, wir haben jetzt einen Erfahrungsschub etc. von plus 10%. Was natürlich im Hardcore-Modus jedem sehr zugutekommen würde. Daneben habe ich noch die aufstehende Nachricht für meine Klingenflügel abzuholen. Die werden wir auch gleich mal euch zeigen. Zack, wunderbar. Aktiviert, und die muss ich halt jedes Mal wieder neu aktivieren. Ist schade, dass die nicht dauerhaft da bleiben. Naja, gut, macht nichts. Ist ja für jeden dann einfach nur so ein Kosmetikartikel. Und dann wollen wir mal die ersten paar Toten erledigen. Und uns nach Tristram begeben. Na, wenn du lustig mit deinen Energiebällen feuerst, werde ich mich mal auf meine hohe Weibeskraft verlassen und meinen Fäusten angreifen. Hohe Weibeskraft. Ich muss jetzt einfach wirklich schmunzeln, sorry. Na gut. Das klang eher nach Amazone, nicht nach einer Wünsch. Die guten alten Zeiten. Ja, Diablo 2 gibt's hier leider jetzt nicht. Ja, vielleicht hätte ich vorhin mal noch zeigen können, was es alles für Charakterklassen gibt. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Ihr findet Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. So, wir haben den Eintritt uns gerade verdient und wir sollen Lea finden. Da hinten werden die ganzen Leichen verbrannt vom Leichenkarren.
Schön animiert. Wir haben hier einen reisenden Gelehrten. Ich bin gekommen, um mehr über den Fall des alten Tristram zu lernen. Das hier ist näher an der Geschichte der Stadt, als mir lieb ist. Wir können hier theoretisch mit fast allen Einheiten reden. Auch mit der Miliz, da können wir nämlich auch uns erkundigen, was mit den brennenden Leichnamen überhaupt los ist. Die Toten suchen uns heim, seit das verfluchte Feuer herabkam. Wir müssen sie verbrennen, nur um sicher zu gehen, dass sie sich nicht aus ihren Gräbern erheben. Ja, ich finde es nur relativ geil, wie viele Tote die da auf dem Leichenkarren alleine haben. Das Beste ist, es werden immer mehr. Welcher Glaube kann uns jetzt noch retten? Da mein Bruder Malachi, der Heiler, das ist eher wie ein Schwarzseher gerade. Der verzählt vom Untergang der Welt, aber wir wollen das natürlich aufhalten. So wie der Schäfer über seine Herde wacht, werde ich mich jener annehmen, die uns beschützen wollen. Also jedes Mal, wenn wir zu dem gehen, ihr habt es gerade gesehen, so ein leichtes rotes Glänzen, Leuchten, werden wir geheilt. Und hier haben wir Tashun, der Bergmann. Ich habe geschuftet wie ein Irrer, damit ich dir diese feinen Waren anbieten kann. Und wir sehen, er hat keine Spitzhacke in der Hand, sondern eine Schaufel. Ja, das ist ein Leichenfletterer, da könnten wir uns ein paar Gegenstände kaufen. Wir haben schon mal ein bisschen im Hardcore-Modus gespielt, deswegen wundert euch bitte nicht über das Geld, was wir da haben. Wir haben natürlich geguckt, wie weit wir das auch hinkriegen. Damit wir jetzt halt nicht komplett vorgreifen, sparen wir uns das erstmal mit den Ausrüstungsgegenständen und gucken einfach so. Die ersten Gegner sind auch auf Hardcore machbar. Ich habe Marco versprochen, ihn zu beschützen. Und jetzt ist er tot. Ja gut, da hast du deine Arbeit wohl nicht richtig gemacht. Hier finden wir Hedrick Aemon, den Schmied. Mit dem können wir auch reden, und zwar über Neu-Tristram. In Neu-Tristram scheint sich auch nie etwas zu ändern, oder? Was meint ihr damit? Wenn es nicht die Untoten sind, dann bricht das Böse über die Stadt herein, nicht wahr? Ja, so in etwa dürfte man das sehen. Hier unten gibt's den Neck der Grubenkämpfer. Bei diesem können wir... ...einen Finger zu rühren, um den Wagen des Bürgermeisters zu reparieren. Mein Bruder ist bei der Verteidigung dieser Stadt gefallen, während dieser vollgefressene Feigling versucht hat, wegzulaufen. Gut, den vollgefressenen Feigling werden wir uns gleich auch noch angucken. Auf jeden Fall hier bei Neck der Grubenkämpfer können wir Scharmütze oder das Übungsgelände betreten. Das ist das neu erschienene PvP-Gebiet. Und wir können uns bei ihm auch über die Konsequenzen informieren. Selbst für einen Hardcore-Charakter braucht ihr hier nichts zu befürchten. Ihr werdet quasi nicht sterben. Also ihr werdet schon sterben, nur nicht sterben für einen endgültigen Tod, wie es eigentlich vorgesehen ist bei Monstern. So. Und hier haben wir Bürgermeister Holus, den Dickwanz, den Feigling. Könnt ihr das Ding bewegen? Ich muss vorbei. Wie kannst du es wagen, so mit mir zu sprechen? Ich bin der Bürgermeister dieser Stadt. Warum wollt ihr fort? Bist du von Sinnen? Diese Stadt ist dem Untergang geweiht. Jeder, der auch nur über einen Funken Verstand verfügt, sollte versuchen, von hier wegzukommen. Wirst du mir helfen oder nicht? Es ist nicht meine Art, Feiglingen zu helfen. Korrekt, da hat's einen schönen gedisst. Damit reden wir mal das Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Oh, wir Zeit unser Zimmer zu ziehen. Ja, hier können wir die Chroniken finden von Neu-Tristram. Die werden uns gleich vorgelesen, automatisch die Bücher, und geben uns gleichzeitig Erfahrungspunkte. Viele Jahre lang hatten die Dorfbewohner viel zu viel Angst davor, in die Nähe der Ruinen der verfluchten Stadt Tristram zurückzukehren. Doch mit der Zeit kamen mehr und mehr Abenteurer, um in der alten Kathedrale nach Schätzen zu suchen. Es wurden so viele, dass man, um sie beherbergen zu können, Neu-Tristram gründete. Heute wird die Stadt nur noch von wenigen Reisenden besucht und hauptsächlich von Handwerkern und Bauern bewohnt. So, und da haben wir schon die Stimme von unserem alten Freund Deckard Cain gehört. Der ist natürlich auch wieder mit von der Partie. Und dann können wir mit der Dorfbewohnerin da noch quatschen. Und zwar über die Familien von Tristram. Tristram war einst so ein wunderbarer Ort zum Leben. Meine Familie lebt hier, seit die Stadt aus den Ruinen des alten Tristrams entstanden ist. Aber jetzt, es ist schrecklich. Die geliebten Verwandten, die wir beerdigt und betrauert haben, bedrohen nun unser Leben. Jo, so sieht's aus. Und dann geben wir uns mal ein bisschen hier rüber.
Ja, kein Kontext irgendwo automatisch? Nein? Gut, dann sehen wir hier nur zwei Dorfbewohnerinnen, mit denen wir reden können. Egal, was alle sagen. Das Ding, das vom Himmel gefallen ist, war kein Stein. Wegen eines Steins kommen die Toten nicht aus ihren Gräbern. Mhm. Seid ihr gekommen, um uns zu helfen? Die anderen Abenteurer auf der Durchreise sahen nicht so tödlich aus. Interessant. Wir sind tödlich. Na gut, die Klingenflügel würden definitiv jeden als tödlich definieren. Brunnen der Wirt. Willkommen, bei dem können wir handeln, und zwar bei ihm können wir uns Gesundheitstränke wiederholen. Ich gebe euch ein wenig Geld dafür. Dann könnt ihr schon mal anfangen, auf euren Sarg zu sparen. Das war voll der flache Witz mit dem Sarg gerade von ihm. Und bitte? Ja, genau. Daneben können wir jetzt noch in Leas Zimmer, über dessen Abbild noch so ein Ding vom Dämon haust. Und in Leas Zimmer finden wir nämlich noch Leas Tagebuch. Und zwar Teil 1. Sie schreibt öfters Tagebücher, je nach Fortschritt unseres Erlebnisses können wir dann immer mal wieder bei ihr was lesen. Seit 6 Tagen werden wir nun schon belagert. Onkel Deckard wird weiterhin vermisst. Hauptmann Rumford und die anderen verlieren die Hoffnung. Ich sage ihnen, sie sollen nicht aufgeben, aber wenn nicht bald Hilfe eintrifft. Und natürlich ist das Ganze immer schön unterzeichnet mit Lea. Das verstehe ich zwar immer noch nicht, wie man seinem eigenen Tagebuch sich dann noch sein Tagebuch unterzeichnet. Finde ich ganz lustig gemacht. Aber gut, Lea, mit der reden wir dann auch direkt mal. Seid ihr Lea? Rumford sagte, ihr habt den fallenden Stern überlebt. Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Cain in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Passt auf, die Verwundeten! Sie verwandeln sich! Oh. Und da haben sich die Ersten schon gezeigt und verwandelt. Wir sind auch für die Wirtschaft ist das der Tod. Yep, für die Wirtschaft ist das der Tod. Wir haben aber auch direkt Level 2 bekommen. Können wir mal eine neue Fähigkeit auswählen, und zwar die sekundäre. Die wird uns auf die rechte Maustaste gelegt, im Gegenzug dafür, dass wir jetzt so einen Stab-Zauberwurf eigentlich haben ansonsten. Und zwar haben wir den Froststrahl bekommen. Der kostet jetzt im Gegensatz zu dem magischen Geschoss unsere Arkankraft als Energiepunkte. Und er richtet quasi... ein Kältestrahl, der Gegner verlangsamt, die dem Strahl eben ausgesetzt sind. Was hast du bekommen, Saber? Von meiner Seite gibt es natürlich wieder was ordentliches aus der Nahkampfreichweite. Und als wäre ich Chuck Norris, natürlich nur in weiblicher Form, gibt es mir den typischen Roundhouse Kick. Okay, hat's dir. Finde ich nice. Okay, dann reden wir mal weiter mit Lea. Die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Ich werde ganz sicher dafür sorgen, dass dies nicht geschieht. Eure Stadt ist sicher. Hab Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Okay, wieder zurück zu den Anfängen. Allerdings werden wir sehen, hat sich gerade etwas in unserer Stadt schon verändert. Und zwar, wenn wir hochrennen... 10 Milizsoldaten sind ausgerückt. Nur Rumford ist zurückgekommen. Akkarath, steh uns bei. Wir hätten niemals auf diesem verfluchten Boden bauen dürfen. Vielleicht hatte Cain recht. Diablo quält uns selbst über den Tod hinaus. Und zwar hier, Cains Haus ist nicht mehr verbarrikadiert. Da können wir auch uns kurz mal umsehen. Wir sehen, der alte Bücherwurm hat es echt übertrieben mit seinen Dokumenten. Aber hier in seinem Arbeitszimmer sehen wir auch wieder ein Buch. Und zwar Deckard Cains Tagebuch, Teil 1. Wir sind endlich bei Tristrams alter Kathedrale angekommen. Hier begann Diablo... Herr des Schreckens, die Menschheit erneut zu verderben. Hier finde ich vielleicht endlich die Antworten, die ich suche. Lea sorgt sich um meine Sicherheit, aber ich glaube, dass ich hier Informationen finden kann, die für den Sieg über die letzten Herrscher der brennenden Höllen unerlässlich sind. So, wir haben es gehört. Deckard Cain ist hier wieder zurückgekommen, um Informationen über die gesamte restliche Höllenbrut zu finden. Und dort vorne müssen wir hin, zu unserem überlebenden Soldatenhauptmann Rumford. Was kann ich tun, um euch im Kampf gegen die lebenden Toten zu helfen? Ich bewundere euren Mut, aber Hauptmann Dalton und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt.
Danke für die Warnung, aber ich habe nicht vor, heute zu sterben. Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwirken. Okay, das ist echt gerade eklig. Die Dinger werden also herausgewirkt. Da frage ich mich, was die Mütter da bitte gefressen haben. So, wir sehen hier ein paar ordentliche Anfangsgegner. Das ist eine von diesen scheußlichen Müttern. In den Ruinen die Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen. Und das war auch einer dieser Mütter. Und wir haben jetzt unsere Quest erhalten, der gefallene Stern. Und ebenfalls neues Wissen. Ich, Deckard Cain, war viele Jahre lang auf Reisen und habe über die seltsamen Kreaturen dieser Welt geschrieben. Doch der Anblick der scheußlichen Mütter verfolgt mich bis heute. Sie sind das, was von Königin Azylas abgeschlachteten Kammerzofen übrig geblieben ist, nachdem sie von niederträchtiger Magie entstellt wurden. Jetzt laben sie sich an Leichen und würgen sie wieder als lebende Tote hervor. Alles klar, und dann haben wir hier gehört, was diese widerlichen Mütter sind, Überbleibsel der Kammerzofen. Und wir sehen uns dann einfach mal wieder im nächsten Part, bei der wir dann der gefallene Stern machen. Bis dann, Leute! Bis dann.